Wir melden uns hier aus dem Hamburger Hafen. Genauer gesagt stehen wir hier am Burchardkai. Und das Schiff, das Sie hier quasi ganz direkt vor uns sehen, das ist die MOL Triumph. Und die ist heute Nacht nach Hamburg eingelaufen. Und das Besondere an diesem Schiff, wahrscheinlich habt ihr es heute auch schon gesehen oder gehört, ist tatsächlich, dass es das größte ist, das Hamburg je zu Gesicht bekommen hat. Das kann 20.000 Standardcontainer transportieren und fassen. Und das ist tatsächlich so eine Schallmauer. Das können nur ganz, ganz wenige Schiffe, die jetzt so langsam alle in Dienst gestellt werden. Und eines der ersten ist, wie gesagt, diese MOL Triumph, vor der wir jetzt stehen. Wir sind tatsächlich so dicht dran. Das, was wir hier sehen, ist jetzt gerade vorne der Bug. Und das ist wirklich gigantisch. So. Tatsächlich zeigt sich Hamburg jetzt gerade nicht von der allerschönsten Wetterseite. Das Schiff ist heute bzw. gestern am Abend hier eingelaufen und nur zwei Schlepper waren nötig, um diesen Riesenkahn an seinen Platz zu hieven. Das ist tatsächlich relativ wenig. Und jetzt werden hier tausende Container gelöscht und wieder neu geladen. Und danach düst die MOL Triumph am Donnerstag. Morgen verlässt sie Hamburg wieder. Wir sind hier so dicht dran, weil wir tatsächlich einfach auf einer Barkasse mitfahren können. Ansonsten sind Besucher an Bord leider strikt verboten. Das hätten wir natürlich auch gerne gemacht, war aber nicht drin. Das Schiff hat einen japanischen Kapitän, Herrn Uno. Der hat das hier auch hermanövriert. Ja, Marlies, du sagst es, das ist tatsächlich ein Wahnsinn, dass so ein Koloss schwimmen kann. Wenn man das so vor sich sieht, ist das tatsächlich unglaublich. Die sind natürlich ausgestattet mit unglaublich viel Technik an Bord, die da auch schon hilft, diese Riesendinger in so enge Häfen wie zum Beispiel Hamburg zu manövrieren. Das ist tatsächlich gigantisch, da gebe ich dir recht.
Übrigens sind an Bord tatsächlich nur in Anführungsstrichen 26 Mann Besatzung nötig. Finde ich jetzt gar nicht so viel. 26 Mann, die begegnen sich auf den 400 Metern ja im Zweifelsfall den ganzen Tag nicht. Die Wasserschutzpolizei besucht uns auch noch. Also das Löschen und Wiederbeladen dauert jetzt tatsächlich den kompletten heutigen Tag sozusagen und den morgigen. Und am Donnerstag ist die MOL Triumph ganz früh dann wieder weg. Also 2 Tage braucht es. Mit einem Platz einmal. Die Bild. Ne? So, und wir fragen jetzt mal Herrn Hansen, das ist nämlich der Vorstand der Hala. Und der kann uns jetzt noch ein paar clevere Sachen zum Schiff sagen. Hallo Herr Hansen, moin, guten Morgen. Moin, moin, hallo. Sie beherbergen die MOL Triumph ja sozusagen jetzt bei Ihrer Premiere. Wie fühlt sich das an, jetzt das Ganze nochmal aus nächster Nähe zu sehen? Ja, das ist schon ein Ereignis für uns und so eine Schiffsgröße hier unseren Kunden, mit unseren Kunden begrüßen zu können, das ist wirklich ganz hervorragend. Mhm. Das ist ja nun was Besonderes. So große Schiffe gab es bisher nicht. Wie sieht es denn künftig damit in Hamburg aus? Können wir uns jetzt daran gewöhnen, dass solche Anblicke häufiger mal durch unseren Hafen schippern? Ja, das werden wir uns tatsächlich so denken können. Es werden in diesem Jahr noch weitere Schiffsgrößen in dieser Größenordnung Hamburg anlaufen. Und damit wird es auch ein ganz normales Bild werden. Und wir freuen uns darauf. Wir sind vorbereitet. Kritiker sagen, man braucht das gar nicht. Das ist zu viel. Man kriegt das nicht ausgelastet. Und das wäre sowieso schwierig und ohne L-Vertiefung schon mal allemal. Was sagen Sie denen? Also wir brauchen es dringend. Sie sehen, dass die Größeneffekte im Fernost-Europa-Trade da sind und wir sehen, dass die Schiffe nicht voll ausgelastet sind und das heißt, es bleibt Geschäft für uns liegen und wir sind hier mit 150.000 bis 160.000 Mitarbeitern, die in der Hafenwirtschaft tätig sind, doch ein sehr großer wirtschaftlicher Faktor und das wollen wir natürlich absichern und auch weiter ausbauen. Wunderbar, alles klar. Wohin fährt die MOL-Triumph?
Die MOL Triumph wird Hamburg heute Nacht wieder verlassen und wird dann den Weg hochlaufen Richtung Elbe und wird Richtung Fernost laufen und dann ganz normal in dem Fahrplan die einzelnen Häfen Richtung Fernost anlaufen und die Ladung wieder für Fernost mitnehmen. Wunderbar, alles klar. Vielen Dank. Danke auch. So, das war doch schon mal ganz interessant. Dann gehen wir jetzt noch mal raus und gucken mal, was es noch zu sehen gibt. Also wie viele Container es aufnehmen kann, das sind tatsächlich etwas mehr als 20.000 Standardcontainer, die sogenannten TEU. Das ist diese normale Größenordnung, mit der Containergrößen sozusagen berechnet werden und davon kann es mehr als 20.000 aufnehmen. Nee, sie tauschen nur einen Teil. Also sie tauschen einen Großteil, Kimi, um die Frage zu beantworten, aber nicht alle. Man muss aber dazu sagen, dass das Schiff auch nicht voll beladen hierher gekommen ist. Also man sieht es ja dazwischen. Es sind natürlich lückenfrei. Also es ist jetzt nicht mit 20.000 Standardcontainern hier eingelaufen und wird Hamburg auch mit weniger als 20.000 wieder verlassen. Benny, seine Route wird ihn nach Asien führen, also Shanghai etc. Das sind so Häfen, die MOL ansonsten anläuft. Also die ist viel im asiatischen Verkehr zugange.
Und hier sieht man mal ganz schön, wie die ganzen Carrier hin und her flitzen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber diese kleinen Wagen, die Container quasi jetzt abfertigen. Und die flitzen hier tatsächlich im Sekundentakt und mit einer Höllengeschwindigkeit immer vom Schiff und wieder zurück. Also hier ist richtig Alarm. Noch 20 Meter. Thank you.
wir treten hier gleich wieder die Heimreise an, lassen die MOL Triumph hier jetzt weiter liegen und beladen werden und melden uns das nächste Mal wieder, wenn es was Neues im Hafen gibt.